Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir wieder mal zelten. Und wenn ihr hört zelten, dann wisst ihr, es geht um Short Straddles. Und heute gehen wir mal der Frage auf den Grund, wann lohnen sich denn eigentlich Short Straddles? Und wir schauen uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Wir haben ja hier an dieser Stelle schon jetzt ein, zwei Mal über Straddles gesprochen, über den Long Straddle und auch über den Short Straddle. Und der ein oder andere hat gefragt, Mensch, wann lohnt sich denn überhaupt ein Short Straddle? Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ein Straddle war also der gleichzeitige oder das gleichzeitige Handeln eines Calls und eines Puts, und zwar am Geld, ne? Also dass man sagt, die haben den gleichen Strike. Und jetzt gibt es den Long Straddle, das heißt, man würde eine At-the-Money-Call-Option und eine At-the-Money-Put-Option kaufen. Und es gibt den Short Straddle, und da verkauft man also eine At-the-Money-Call und eine At-the-Money-Put-Option. Und genau darum geht es heute. Wann lohnen die sich denn überhaupt? Und wir wollen uns das mal an einem Beispiel anschauen. Und zwar nutzen wir dazu mal die aktuelle Marktlage. Wir gehen mal in die Aktienoptionen rein, und zwar den Spider SPY. Ich zeige ihn hier euch mal im Bild. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, würde es sich denn jetzt lohnen, da einen Short Straddle zu machen? Was müssen wir wissen? Auf der einen Seite natürlich den Preis, das können wir ablesen. Auf der anderen Seite, wie ihr es jetzt hier im zweiten Bild seht, die Volatilität. Wie ist die denn? Und momentan ist die Volatilität also sehr, sehr niedrig. Der Spider momentan so bei roundabout 240. Und wenn wir jetzt also so einen Straddle aufsetzen würden, dann würden wir also einen 240er Call und einen 240er Put verkaufen. Ich habe jetzt mal der Einfachheit halber eine Standardoption genommen, also das heißt mit aktuell 52 Tagen Restlaufzeit, und ihr seht hier im nächsten Bild mal das P&L, also Profit-Loss-Diagramm, und erkennt ihr wieder hier diese klassische Zeltform. Das ist also das Gewinn-Verlust-Verhältnis von diesem Short Straddle. Es ist ein Credit Trade, also das heißt, wir bekommen Geld, klar, wir verkaufen zwei Optionen, und zwar in dem Falle aktuell wären das so ungefähr $715, die wir etwa als Prämie einnehmen würden. Im nächsten Bild seht ihr mal jetzt hier die Break-Even-Punkte, das heißt also, wo würde denn dieser Trade anfangen ins Minus zu laufen am Verfall? Und da seht ihr, dass es momentan gar nicht so viel ist. Nach oben und unten ungefähr 3%, gerade mal 15 Punkte Schwankung insgesamt. Das ist natürlich nicht sehr viel, ne? Also gerade wenn man sich überlegt, wie momentan der Markt so läuft, weder 3% nach oben sind viel, noch 3% nach unten sind viel. Vor allem nicht in 52 Tagen, ne? Und das kommt natürlich aufgrund der niedrigen Volatilität, weil einfach die Optionen so billig sind momentan. Also das heißt, das Zelt sieht zwar schön aus, die Prämieneinnahme sieht zwar schön aus, aber es ist natürlich auch nicht viel im Verhältnis zum Risiko, was man da jetzt gerade hat. So, das war jetzt bei niedriger Volatilität. Jetzt gehen wir mal in eine Zeit wirklich hoher Volatilität, und da gehen wir so um gute anderthalb Jahre zurück. Und zwar, wir gehen mal in den Sommer 2015. Schauen damals erst auf die Volatilität, und da seht ihr, dass die Vola extrem groß war, ne? Also der VIX war bis auf 50 angestiegen, die Vola war wirklich sehr, sehr hoch, und der Spider war deutlich nach unten gekommen, klar, sonst wäre die Vola nicht hoch, und war so bei ungefähr 193. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder. Wir setzen wieder einen Short Straddle auf, das heißt also, wir verkaufen einen Call am Geld und wir verkaufen einen Put am Geld. Und jetzt vergleichen wir das mal. Was hätten wir hier von der Prämieneinnahme? Und ihr seht es vielleicht hier in diesem P&L-Diagramm wieder, das ist ein bisschen verschoben, das gibt die Software leider nicht anders her, aber die Prämieneinnahme wären jetzt ungefähr $1.400, also das heißt fast das Doppelte oder mehr oder genau das Doppelte wie bei der niedrigen Volatilität. Und auch die Break-Even-Punkte haben sich deutlich verschoben, denn anstatt nur 3% nach oben und unten zu haben, haben wir jetzt ungefähr 7% nach oben und unten, also auch mehr als das Doppelte. Und das ist der Grund, oder warum das so ist, liegt natürlich an der Volatilität. Die Optionen sind wahnsinnig teuer. Und welche Optionen werden durch Volatilität natürlich besonders teuer? Die, die am Geld sind. Und deswegen, das sind auch die, die den meisten Zeitwert haben. Und deswegen sind es auch die teuersten Optionen.
Wir können übrigens mal schauen, das ist ja der Vorteil, wenn man in der Vergangenheit sich das Ganze anschaut, was wäre denn übrigens rausgekommen? Und das seht ihr hier im nächsten Bild, die Optionen wären beide wertlos verfallen, das heißt, dieser Short Straddle wäre ein 100%iger Gewinner gewesen. Wir hätten also hier relativ viel Geld vereinnahmen können mit diesem Trade und das wäre also ein schöner Trade gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Ihr kennt das. So, die Frage war ja, wann lohnen sich Short Straddles? Und hier ist es also noch extremer als zum Beispiel bei Short Strangles oder bei Short Puts, dass ihr auf die Volatilität achten müsst. Short Straddles, dadurch, dass ihr ja genau am Geld seid, ne, und dieses Zelt eben sehr, sehr stark variiert nach dem Preis der Optionen, lohnen sich eben wirklich nur dann, wenn die Volatilität sehr, sehr hoch ist. Das heißt also, das Break-Even, das verändert sich ja nicht, egal was jetzt die Volatilität macht, aber die zwischenzeitlichen Schwankungen sind natürlich extrem. Und wenn ihr das in einem Umfeld sehr niedriger Volatilität machen würdet, hättet ihr erstens ein relativ kleines Zelt. Das heißt, eure Break-Even-Punkte, da wo der Trade anfängt ins Minus zu laufen, wären sehr schnell erreicht. Ihr müsstet viel machen. Und auf der anderen Seite bekommt ihr relativ wenig Prämie. Wenn ihr dagegen auf Zeiten hoher Volatilität wartet, dann bekommt ihr eine große Prämie. Euer Zelt ist relativ groß. Das heißt, euer Sicherheitsabstand zu den Punkten, wo es dann ins Minus läuft, ist entsprechend groß. Und deswegen lohnen sich Short Straddles also wirklich hauptsächlich in Zeiten, wo die Vola sehr, sehr, sehr hoch ist. Jetzt aber bitte nicht losgehen und sagen, ich gucke jetzt einfach auf alle Aktien oder auf alle Indizes, die eine hohe Vola haben und dann schreibe ich mal ganz locker Short Straddles. Hat gewisse Vorteile gegenüber Short Strangles, zum Beispiel die Prämienhöhe ist eine ganz andere, aber man muss natürlich auch ein paar Sachen beachten, Adjustierung und so weiter und so fort. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir uns das hier im Laufe der nächsten Zeit auch mal hier im Kanal ein bisschen näher anschauen. Was mich jetzt interessiert, ist natürlich, habt ihr Erfahrung mit Short Straddles? Habt ihr schon mal welche gehandelt? Ja, in welcher Zeit? Hohe Vola, niedrige Vola, Aktien, Indizes, vielleicht sogar auf Futures? Also schreibt mir mal eure Erfahrung hier rein und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an den Märkten, egal welche Strategie ihr handelt. Denkt immer daran, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und wenn ihr euch daran haltet und euer Money Management im Auge habt, dann werdet ihr auch lange viel Spaß mit dem Verkauf von Optionen haben. Wir sehen uns, bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.